Und es gibt einen Komponisten, der hat mal so viel geübt, dass sein kleiner Finger sich entzündet hat. Und als der Arzt dann meinte, oh, das könnte einen bleibenden Schaden geben, ist er in Ohnmacht gefallen. Andreas Güstel. Wenn Sie in Zürich an einer Stelle spielen, was schätzen Sie, wie hoch die Strafe ist? Als ich diesen Zettel dann bekommen hatte, stand dann ersatzweise 3 Tage Haft. Ich hatte auch angerufen, ob wir das antreten können, weil es ja günstiger kann man in Zürich nicht übernachten. Das wird jetzt also Ihre erste Klavierstunde sein? Ja. Sehr gut. Immer die große Frage, wie entsteht sowas? Wie entsteht so ein Stück? Das frage ich mich oft selber. Ich hatte in Norwegen viel Zeit und da habe ich mich an einem Fjord mit meinem E-Piano gesetzt und da ist dieses Stück entstanden. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Schenk ihnen noch 2 südlichere Tage und dränge sie zur Vollendung hin. Und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Und an den einen Tag bin ich Julian vorausgeeilt mit dem Klavier und da ist mir eine Schwerinerin entgegengekommen und hat gesagt, Mensch, Sie haben gestern so schön am Marienplatz gespielt, guckt mich dann so ein bisschen verdutzt an und sagt dann so frei heraus, ach nee, ich meinte den Schönen. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Thank you.